endlich wieder zurück in der wundervollen Johto-Region. Wir kommen zu einem weiteren Part Pokémon gleich. Im letzten Part haben wir Zekrom gefangen. Und heute geht's weiter. Ich werde aber auch Kanfi wieder rauspacken. Ich habe nämlich nicht vor, Reshiram in dem Part zu fangen. Ne? Wir können so einmal alle zwei Parts machen. Ne? Ich habe Zekrom leider nur durch den Meisterball bekommen. Ne, hier unser wundervolles Zekrom. Können wir uns hier mal kurz geben. Ja, schon coole Stats. Coleman slash Dragon Griff und Thunder. Mit Coleman hat er mich echt überwältigt. Ich glaube, ich nehme jetzt lieber Zoroark erstmals rein, statt Frostilie. Damit wir den endlich auch mal wiedersehen. So, keine Ahnung, habe ich Repel an? Schau mal. Mit Repel. Ich mach mal Zoroark auch nach vorne. So krass an der Level ist ja nicht. Der ist ungefähr sogar noch auf unserem Level. Cool, es gibt wieder Bären. Bären sind cool. Sind aber auch am Anfang besonders gut. Nur. So, gehen wir mal den Weg, als wären wir hier in Gold und Silber. Ne? Wir haben in Viola City den Ort, sprich, als nächstes müssten wir durch diesen einen Tunnel nach Dukatia. Ne? Nur mit dem Unterschied, dass wir gar nicht Gold und Silber spielen, sondern Pokémon Glazed. Und wir erst kurz im Team Fusion den Arsch getreten haben. Oh Scheiße, ich lieb's irgendwie hier im Voraus aufzunehmen. Jetzt schon gefühlt zwei Wochen habe ich schon im Voraus aufgenommen gefühlt. Okay, die Musik ist aus Feuerrot und Blattfüllen. Intro-Theme, ne? Das Teleportationssystem ist immer noch offline, Alter. Naja, kann man Max Repel gar keine Trainer fernhalten. Can you defeat our double dose of Picnica Power? Ich denke nicht, dass das jetzt ein Doppelkampf ist, oder? Nö. Johnny. Du hast mich gerade enttäuscht. Ich hoffe erstmal ein Stück Sprudel. Weil er mich enttäuscht hat. Alter, wenn ich diese vier schon sehe. Wo ist meine seine Weiterentwicklung ist, die mich übelst getriggert hat. Jump Love. Die Nackenschmerzen habe ich bei der Way immer noch. Zwar nicht mehr viel, aber ich habe sie noch. Ach nö, irgendeine Werbung wartet, bis gleich. So, Alter, muss so eine scheiß Werbung natürlich kommen. Und warte, sag mir nicht, dass das war. Okay, war's nicht. Trotzdem scheiße. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie so eine bessere Version von Schlafbruder. Ich will nur mal anmerken, dass ich mein Eis-Pokémon nicht dabei habe, ne?
Ach komm, als ob das Ding auch Schlafpuder hat. Kann ich nicht vielleicht jetzt auf Hesperia spielen? Speed das jetzt, Alter. Ich glaube, ich habe mit der kompletten Pokémon-Liga keinen Full Heal benutzt. Jetzt wisst ihr, warum ich gespeedet habe. Muss mich Papunga immer triggern. Kein Kommentar. Wieso trifft er dreimal mit Schlafpuder? Da komm, halt ich noch voll. Pitney trifft jetzt wieder mit seiner 75er Trefferquote. Das hat eine 75er Trefferquote. 3 Chancen auf 4. Er hat jetzt 4x auf 4 getroffen. Sicher, dass ich hier keine 99er Trefferquote hat in Wirklichkeit. Und scheiße, mir kann niemand sagen, dass das fair ist. Was hier passiert, ist doch nicht fair. 5-mal Schlafpuder, 5-mal pennen. Der hat auch nur Megasauger. Der trifft schon wieder! 6-mal! 6-mal! 6-mal hat er getroffen! Sechsmal! Auf 6. Mit einer Attacke von einer 75er Trefferquote. Ich glaube, jetzt wird er sogar eine Finte überleben, ne? Wow, die Attacke kann daneben gehen. Wusste ich gar nicht. Ja, wusste ich doch, es reicht nicht aus. Willst du mich wieder einpennen lassen? Nein? Krass. Sterben, Alter. Warum müssen sich diese Kämpfe gegen Papunga immer die Länge ziehen? Was habe ich diesem Pokémon angetan? Johnny, was habe ich dir angetan? Jetzt mal im Ernst, was habe ich euch angetan? Dass ihr mich mit euren Papunga so nervt. Und jetzt kommt die Freundin, was hat die? Weepinbell. Und scheiße, mir kann niemand sagen, dass dieser Kampf gegen Papunga gerade eben fair war. Es war Hex, Alter. Victory Bell. Das ist das 10er, oder? Ja. Rick-Tribble ist nicht Papunga. Ich kann damit leben. Mit deinem Lockduft kann ich auch leben. Ja, ich glaube, das hat meine Genauigkeit jetzt gesunken, aber Finte trifft sowieso immer. So ist das egal. Stirb. Ohne Scheiß, Papunga hat nass gegen mich.
sag's euch. Ich habe ja voll gesagt, es geht zum Weg nach Ducatia City, aber es kommt ja noch eine Stadt dazwischen, ne? Des zweiten Ordens, um genau zu sein. So, siehst du? Ich glaube, das war der Typ, der einem richtig krasse Preise verkauft. So, the path to Azalea City is closed. For the time being, a threat has been made against Goldenrod City and Ilex Forest, and nobody is allowed to enter. Help everyone in Azalea City will be fine. Ja, und wo geht's dann für mich weiter? Für welche Option bleiben wir noch? Noch einen Plan, so. Eine Idee habe ich noch. Ich wollte aber nicht in die Alfruin dafür. Warte. Für die Hinterräume da auch? Schon geleert. Oder gibt's die hier nicht? Warum will ich jetzt eigentlich gerade Schutz einsetzen? So, die Rede über Incognito. Ja. Uff, so, oh, I'm sorry about that. I must have been so excited about catching a Sudowoodo, I forgot to look where I was going. Look at my Sudowoodo. Okay. Mogelbaum. Turnierfrage, Taschenfrage, Taschenfrage. Das ist aber ein Magnetzoon, kein Mogelbaum. Regen. Oh, Bedrohung macht ja auch so viel gegen Magnetzone. Mirror Move. Der gut geklappt. Der Osman, Ehrenmann des letzten Parts. Er hat sich dieses Sekrum gegenübergestellt. Hat ihm gesagt, nee. So, das geht nicht. Ne? Weil wir haben Sekrum so weit gebracht, dass er Struggle eingesetzt hat. Sudowoodo. Krass, dass Lugau der einzige ist, der noch höher gelevelt ist, ne? Sudowoodo. Ich wollte auf Leafblade gehen, nicht auf Aeroas. Und scheiße, Sudowoodo, also Mogelbaum, sollte eher Pflanze sein und nicht Gestein. Ich glaube, da ist jeder meiner Meinung, ne? Vorhin wegen Moba, denke ich mir auch nicht, dass es Gestein ist. Weil das ist, Block. Escape, no, wow. Was hat sie jetzt gebraucht? Und jetzt ist dieses Mogelbaum siegt. Irgendwie habe ich gerade mit dem einen Ohr schon den ganzen Tag so Probleme mit dem Hören. Ich höre mit dem irgendwie schlechter. Und warum? I don't care that we lost. I still have love my Sudowoodo. Und es ist nur ein Mogelbaum. I'm sorry, I forgot to properly introduce myself. My name is Lars.
And I'm a researcher at the legendary Pokemon Research Lab. You out to swing by sometime, I'll be watching. Ja komm, dann gehen wir doch mal hin zu Lars. Wenn er schon einen eigenen Namen hat. Ah gut, you came. Let me formally introduce myself. My name is Lars and I do my best to track the new whereabouts legendary Pokemon. Sit on to move. Ja. Make sure the leading expert on the Ian Duo, Latios and Latios. They're never in one place, so I listen to reports of their whereabouts. If you never want to know where they are, I can probably tell you. Receive reports that Latios has been seen near Darko Town. Okay, hier bekommen wir die Informationen über Latios und Latios. Dadurch, dass er jetzt Sudowoodo hat, können wir hier Richtung Dukalza City. Aber nicht nach Azalea anscheinend. Kriegen wir einen Aprikokus. Gibt's die dann doch. Dann gibt's safe auch die ganzen Bälle. Und nein, warte, da oben geht's auch nach Kick City. So, nein, da kann man auch nicht hin. Stimmt, man kann anscheinend nur nach Kick City aktuell. Oder wie sie im Englischen heißt, Ecruteaks. There's no way I can lose. Doch. Du hast schon verloren, bevor du den Kampf angefangen hast, Junge. Alter Pinsia. Und ich da mit meinem CPU FX vorne. Hypercutter. Prevent CPU FX Intimidate from working. So was ähnliches wie die Fähigkeit von also Metalltorso. Leider habe ich nichts gegen Käfer. Oh, Sword Dance. Brick Ray. Sieg. Alter, überlebt. Alter, mach ich wenig. Dann gehe ich auf Osman. Denn Osman ist mein Mann. Submission. Cool, stimmt. Wassertanks sind verstärkt. Das sind Surfer. So, dank des Regens. Ja, okay. Der nächste ist Sechlor. Flash. Ah, ich wollte schon sagen, wir haben ja noch gar keine Scherox gesehen. Und hier ist es. Puh, muss sogar gehen. Weil ich erst bei diesem PC hier. Aber auch schon eben die Spezialisierung Dinge kämpft. Bei denen ist es irgendwie auch sehr gut, so Attacken so bis zur 60er Stärke zu nehmen. Wegen Technika. Natürlich, höhere Attacke kann man immer noch nutzen, aber nehmen wir jetzt mal irgendeine 60er Stärke Attacke, die wird dann 120 oder so. Das ist natürlich krass. Ich kann selbst eine 40er Attacke so stark sein wie eine 80er Attacke, ne? Nächste Trainerin.
Sensei Dog Prisons Around. Irgendwas. Also sind die Bären wieder da? Okay, ist eine Psychotante. Espin. Okay, wenn es eine Psychotante ist, dann ist der Bildschirm X ja perfekt. It's raining. Und schätze, ich habe die Kokobälle, die werden glaube ich auch gut so für Legis fangen. Wenn sie ihren Sinn erfüllen. Für irgendwie interessant, dass Aprikokos nur in Gen 2 existieren, ne? Someone is watching over you. Professor Ash. Tatsächlich, die sind einfach respawned so schnell. Du bist das Pius, Alter, stimmt. Oh, I remember you. You were a child at Sprout Tower. Come with me, I'd like to show you something. Über die Arena redet er nicht. Redet er über den abgebrannten Turm? Ja, er redet über den abgebrannten Turm. Sieht nicht mehr so abgebrannt aus. This is the Brass Tower. It was burnt down many years ago. But the people of Acrotique restored it recently. I often come here to reflect on society. Tell me, do you believe humans should be able to catch legendary Pokémon? Ja. See, the church I come from believes that legendary Pokémon should never be under a human's control. I have heard a band of called Team Fusion have stolen the volcano orb from the ruins of Alf. This concerns me because it means the wish to capture Entei. The Church of Alpha will do what we can to fight these crooks. If you hear anything about Team Fusion, feel free to contact me in Whitewood City. Noctow, use fly. Was ist das? Hinweis, ich glaube, der wurde jetzt nur neu gebaut, damit der Entwickler weniger Arbeit da hat. Ja, vor allem, der wurde erst vor kurzem wieder neu gebaut. Vor allem, warum zum Teufel spielt hier diese Musik hier? Die Lavandia-Musik. Keine Musik. We feel chill in the air here. The gym leader Morty trains the ghost type. His trainer could be hiding it anywhere. So watch your steps. Sag jetzt ganz geradeaus. Did I startle you? Eine Psychotante. Gengar. In Zoroark. So, hier ist der Arenaleiter Jens. Bei dem erinnere ich mich wieder an den Namen. Der ist aber eigentlich vierter Orden, oder? Ja, doch, vierter Orden. Aber auch voll stark mit seinem Gengar. Oder hat er Gengar oder hat er nur Alpolo? Ich glaube, er hätte Gengar. Muss eigentlich ganz vorne sein. Naja, wenn ich auch so ein Idiot bin. Girls are nothing to be tripled with. Ich glaube, hier gibt es noch mehr Trainer, aber warum soll ich die besiegen? Kämpfe mit seinem Banett, Alter. Gibt es jetzt schon mehr Auswahl, mehr Variation an Geist-Pokémon hier als in Gen 2? Ne? Ja, da gab es nur Nebulak, Apollo. Nebulak, Apollo. Und Trainer und Jens hatte da noch Gengar. Ich weiß gar nicht, hat er einen Traumfugil? Aber das wurde selbst im Remake nicht gefixt, ne? Ich find's krass, das finde zwar scheiße schwach ist, aber stark genug ist für diese Geistmons. Banett. Hm.
So, haben wir Bandit besiegt. Bandit mal 2. So, 10 Pinch auf X, auch kurz vor Level 59 schon. Das ist gut für die Arena von Jens. Aber warum bin ich so dumm? Warum werde ich so rausgelassen? Komm. Nächster Trainer. Nächster Psycho. 3 Pokémon diesmal. Wow, Apollo. Also, wie gesagt, 3 Pokémon. Aktuell haben wir die Variation von Gold-Silber. So mit dem Arena-Leiter eingezogen. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt den Part besiegen. Oder? K. Impression, was ist das? Oh ne. Warum lernt das so ein Müll auf Level 59? Ja, doch mal gutes Zeug. Und da wundert man sich, dass ich ihn nicht so benutze. Wow, ich habe gerade das Gefühl, dass ich jetzt wieder mit dem Ohr klar wurde, da mit dem linken. Ja, ich höre jetzt wieder klar und deutsch mit dem. Geil. Hat ja nur bis um 22.30 Uhr gedauert. Ist ja nicht so, dass ich in der Zeit 2 Tests in der Schule hatte. Aber ich glaube, dem Ohr geht's jetzt wieder gut. Geil. Fühlt sich wieder toll an. So. Eddie besiegt. You don't seem screwed. Scared at all. Irgendwie creepy, dass es hier keine Musik gibt. Ernsthaft. So, das Ei. Togepi war klar. Fuck, eigentlich wollte ich es schon benennen. Aber als ob selbst hier das ist. So, der Togepi auf die Box ablegen. Ich wollte Togepi eigentlich auch einen Namen geben. Macht jetzt aber nichts. Weil hier müsste ein Poko noch auf Level 5 sein. Ah ne, hier hat man es gefixt. Weil ich weiß, das Problem mit diesem Pokémon war, dass... Warte, jetzt steht hier Level 5. Steht Level 1. Naja, es ist halt so bei... bei Pokémon, ja, das ist halt so, dass es halt Probleme mit Level 1 Pokémon gab. Deswegen sind Eier damals auf Level 5 geschlüpft. Hier war einfach noch ein Weg. Der Arena-Leiter, der versteckt sich hier irgendwo. Aber warum gibt es hier keine Musik? Hier vielleicht? Hier ist noch ein Trainer, Alter. You really think you can take on Morty? Ha! So, Jens. Ich denke schon, dass ich es mit Jens aufnehmen kann. Meine liebe Sarah. Wow, jetzt haben wir offiziell hier mehr Variationen als ein Gold und Silber. Und ein Hardcore Soul Silver, ne?
Ach komm, wir besiegen noch den Trainer und beenden dann den Part. Ich bin jetzt froh, dass ich wieder mit dem kompletten Team weitergehen kann und das Pogepi ausgeschifft ist. Ich habe mich schon gefragt, was das war, als da auf einmal diese Textbox kam. So, also. Team Fusion hat es wieder auf legendäre Pokémon abgesehen. Frostedie. Okay, ich muss zugeben, dass ich jetzt Stolos einsetzen kann, können, ne? Weil der CLP Jurafix, der weiß, wie man mit den Frauen umgeht, ne? Der macht's lieber so. Der Stolos, also der Lockerzocker, der wird direkt seinen Schwanz zeigen. Versteht ihr, wegen Eichenschweif? Mein Gott, bin ich lustig. Hier muss es aber. Ja, hier ist er auch schon. Wenn euch der Part gefallen hat, Leute, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein kostenloses Abo da und so weiter und so fort. Aktiviert die Glocke, ne? Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.